So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rein. Nur kurze Sachen, was die Aufgaben betrifft. Wir haben gestern noch ein bisschen Suchen und Zerstören gespielt. Ich muss erst sagen, es ist recht interessant für alle, würde ich behaupten. Weil so bekommen wir die Aufgaben zusammen hin. Manche verstehen das Spiel anscheinend noch nicht so ganz, aber ich denke mal, irgendwann werden alle meine aktiven Zuschauer auch das Spiel soweit verstanden haben, weil klar, nicht jeder hat Call of Duty gespielt oder Rainbow Six oder so, aber mit den Aufgaben, ihr seht schon, wir kriegen das schon zusammen hin. Also wenn da irgendeiner noch Hilfe braucht, einfach ins Stream reinkommen, einfach Bescheid sagen, hör mal, hat irgendeiner Bock mit mir zu zocken oder spielt halt einfach bei mir mit. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder, was das betrifft. Dann, ihr habt gesehen, ich habe mir den Skin hier geholt. Es gibt schon einige, die haben sich den auch geholt. Hoffe ich mal, Kappa. So, hier steht ja, schließe Missionsziele ab für 100 V-Bucks, schließe 3 ab für 200. Damit ist wirklich klipp und klar gemeint, diese Mission hier. Also da, wo jetzt schon nichts mehr ist bei mir, ein außer Hidi, quasi wenn ich Hidi 4 jetzt abschließen würde, würde ich quasi, lass mich lügen, einmal 100 V-Bucks und dann hätte ich insgesamt 4 abgeschlossene, würde ich 300 V-Bucks bekommen. Also es geht halt wirklich nur mit Missionen. Heißt einfach dann, wenn wir einen neuen Battle Pass bekommen, ist das hier ganz schnell erreicht. Also für alle, die da Fragen hatten, ich denke mal, damit ist auch deine Frage beantwortet. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rüber in den Shop. Und was sehen wir? Wie jetzt schon wieder lange angekündigt. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie wieder ein bisschen schade. Weil, wenn ich zum Beispiel den Shop öffne, will ich überrascht werden. Das Problem ist, gefühlt seit 3 Tagen wissen wir schon, der Skin kommt rein. Wisst ihr, wie ich meine? Dieser Überraschungseffekt ist irgendwie weg. Man denkt sich nur, ach ja, da ist er ja endlich. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal komplett rein. Was bekommen wir wieder? Genau, wir bekommen wieder 1100 V-Bucks quasi geschenkt, wenn wir uns das Paket holen. So, dafür gibt es dann einmal Harley Quinn. Jeder, der sie nicht kennt, kleiner DC-Star, die kleine Verrückte, man nennt es auch gestört. Kappa. Aber ich muss ganz ehrlich, der Skin ist schon nice, aber ich bin echt noch überlegen, ob ich mir überhaupt holen soll. Ich weiß nicht, ist halt, ja. Aber das ist halt ein Skin, den könnte man die ganze Zeit spielen. Batman war so eine Geschichte, ja. Oder auch die ganzen anderen Helden. Das ist immer so eine Sache, wie schnell man wieder den Spaß dran verliert. Aber das ist ein Skin, er ist wirklich selten. Weil er ist ein komplett anderer Skin. Also ich denke mal, es wird keinen Skin geben, der so ähnlich überhaupt aussieht. Aber das muss halt, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Dann haben wir hier einmal noch die zwei Erntewerkzeuge, wenn sie dann mal da bleiben. Da ist ordentlich Spaß dahinter. Dann haben wir noch den Baseballschläger. Also der hört sich wieder an, als wäre er nur Matsch. Gut, vielleicht ist danach nur Matsch da. Dann kann man sich aber den ganzen Skin nochmal für 1500 V-Bucks so kaufen. Ich denke mal, die meisten werden sich wahrscheinlich eher das hier kaufen. Du kriegst zwar was geschenkt in Anführungszeichen, aber für 1500 V-Bucks bekommst du den Skin, für 500 V-Bucks nochmal die Erntewerkzeuge. Klar, du sparst zwar deine V-Bucks, aber wollen wir wirklich diese Werkzeuge haben? Das ist natürlich wieder totale Geschmackssache. Also ich persönlich glaube eher nicht. Obwohl Baseballschläger hat mir glaube ich auch noch nicht so oft. Aber denkt dran, wenn ihr euch irgendwas kauft, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Guckt einfach nach, ob ihr noch drinstehen habt. Weil langsam werden es immer weniger Unterstützer. Liegt aber auch daran, dass Fortnite einfach zurzeit für einige langweilig geworden ist. Aber was für Alternativen haben wir im Shooter-Bereich? Genau, nichts. So, des Weiteren haben wir dann auch Takara drin. Oha. Ja, den roten Punkt haben sie sich ja ganz geschickt ausgesucht. Eieieiei. Aber der Skin an sich ist wie gestern der Skin. Der ist halt der nice. Es passt halt schon alles zusammen. Aber da sind wir wieder beim Thema Geschmackssache. Dem einen gefällt es, der andere findet es 100 pro pottenhässlich. Aber Geschmäcker sind verschieden. So, dann haben wir noch Gage. Der Skin ist eigentlich auch nice.
Ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber für 800 V-Bucks auf jeden Fall, für 800 V-Bucks definitiv ein guter Skin. Also da kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr die V-Bucks übrig habt, den könnt ihr euch ruhig gönnen. Ich glaube, da hat man sich auch nicht so schnell dran satt gesehen. Dann haben wir des Weiteren natürlich Fraktalpunkt. Warum auch immer das jetzt wieder drin ist, da fragt man sich dann auch wieder, woran hat das Ganze gelegen? Ja, das kann ich, ja, also da muss ich wirklich sagen, die gefällt mir absolut nicht, die Tarnung. Beziehungsweise die Lackierung. Da hatten wir echt schon bessere. Dann kommt, komm doch. Ah, der Skin ist schon nice, auch wenn er jetzt schon älter ist, aber mir gefällt der Skin. Da ich quasi erst in Season 10 angefangen habe, habe ich mir gedacht, komm, gönn dir. So, dann haben wir noch die Nachteule. Die ist so, komischerweise haben die viele. Da haben damals viele anscheinend zugeschlagen bei der Nachteule. So, dann haben wir noch auf großem Fuße. Tiefenentspannte Musik. Wenn ihr ein bisschen chillen wollt, hier habt ihr die passende Musik. Mit dem Skin sieht es irgendwie ein bisschen krank aus. Man kennt es. Wie gesagt, 15 Minuten Video kommt auch noch online, also einfach ein bisschen Geduld haben. So, dann haben wir hier das Metallmasken-Set. Einmal hier den Skin für 1200 am Einzelkauf. Aber wie gesagt, die waren gestern schon drin. Ich weiß nicht, ich feiere sie irgendwie nicht so. Das Problem ist, jetzt überschlägt sich in meinen Augen wieder alles so ein bisschen. So, dann haben wir noch hier die drei Pickaxen. Die gibt es auch dafür. Auch einfach nur für 800 V-Bucks. Die bekommt ihr halt in Anführungszeichen drei verschiedene Stile. Aber ja, das ist halt wieder auf das alles Geschmackssache. Aber die weibliche Variante, die geht in meinen Augen überhaupt nicht. Die Maske ist irgendwie so hässlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sehen den Skin nicht so, sondern wir spielen den Skin so. Da muss. Ja, da sieht es schon wieder anders aus, weil da siehst du halt das Gesicht nicht. So, das Ganze gibt es halt auch im Paket für 2400 V-Bucks. Aber da kriegt man halt in Anführungszeichen nur die Pickaxe dabei geschenkt. Aber da kostet halt, hat man halt auch 800 V-Bucks gespart. Sparen ist sparen. Wenn man sich das Ganze eh kaufen wollte, dann passt das Ganze eigentlich. So, dann haben wir hier einmal noch den Rucksack für 200 V-Bucks. Ich würde sagen, der passt sogar noch bei vielen dunklen hinten drauf. Dann das X noch drauf. Ich denke, auf den allerersten Blick denke ich immer, es wäre für Sanitäter das Rote. Aber es ist nur normales X. Dann die Wutstreiterin ist immer noch drin. Das ist wirklich auch, wie ich gestern schon gesagt habe, ein wunderschöner 800 V-Bucks-Skin. So, dann haben wir das. Ja, dann war es das schon eigentlich wieder mit dem kompletten Shop. Wir können einfach nochmal gucken. Wie gesagt, den anderen Skin, den seht ihr jetzt bei mir nicht im Shop, wenn ihr euch noch nicht gekauft habt. Wie gesagt, ihr bekommt die 2000 V-Bucks. Ihr bekommt einmal den Skin plus das Rückenaccessoire. Im Prinzip kauft ihr euch was für 2000 V-Bucks. Also einfach 20 Euro, 2000 V-Bucks und bekommt dabei noch den Skin geschenkt. Das habe ich schon gedacht, komm, holst dir einfach mal. Dann hast du es wenigstens schon mal. Weil ich habe gesehen, viele haben ja da unten doch. So, ich würde sagen, wir gehen rüber in Rette die Welt. Erstmal danke an alle, die dabei waren. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ihr kennt das Spiel. Denn die kleinen Rette die Welt-Spieler bekommen heute ausnahmsweise auch mal was. Nämlich insgesamt 25 V-Bucks. Also Epic hat es mal geschafft, eine kleine Mission zu machen, wo auch die kleineren V-Bucks bekommen. Natürlich nur 25, keine 30, keine 35, keine 40, weil es ist halt einfach eine einfache Mission. Deshalb soll euch auch ein bisschen anspornen, größer zu werden, mehr Rette die Welt zu spielen. Aber ich denke mal, die meisten sind ja schon auf einem guten Wege. So, gucken wir direkt mal, wo das Ganze ist. Wenn ich denn mal haben darf. Aha, Dankeschön. So, wir gehen direkt auf die Karte. Auswählen. Da.
Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Da sowieso nicht. Ah, bin ich jetzt blind. Da ist er. Einfach reit auf den Blitz. 25 V-Bucks. Kann ich mir dann heute schön auf beiden Accounts gönnen. Sind dann nochmal 50 V-Bucks extra. So, im Spind. Cool, ach, im Spind sei schon. Was haben wir hier heute Schönes drin? Also, einmal das Trollschatz-Lama. Für 500 V-Bucks sind aber einige Überlebende drin. Plus 3 Skizzen. Naja, ja. Dann hier haben wir einfach nur. Einfach nur einen Anführer drin. Plus noch einen normalen Überlebenden. Hier haben wir nichts Neues. Da haben wir auch keine neuen Lamas. Die Lamas spare ich mir noch ein bisschen. Ihr könnt euch denken, wofür. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne war es das schon wieder mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Tag. Eventuell bis nachher. Derzeit, ich weiß nicht, wegen der Arbeit bin ich ein bisschen platt. Wir müssen einfach gucken, ob ich überhaupt heute live streame. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.